Auch das Phloem besteht aus verschiedenen Zelltypen. Das Phloem transportiert die Assimilate oder den Zucker und es sitzt hier an dieser Stelle. Das Phloem besteht aus zwei unterschiedlichen Zelltypen, die sehr, sehr eng zusammenarbeiten müssen, um gemeinsam dann diesen Assimilatetransport bewerkstelligen zu können. Wir haben zunächst die Siebröhren. Das ist der Ort, wo die Assimilate oder der Zucker transportiert wird. Die Siebröhren sind wiederum eine Kombination aus zahlreichen hintereinander angeordneten Zellen. Die einzelnen Zellen nennt man Siebröhrenelement. Diese Zellen im Gegensatz zu den Gefäßelementen im Xylem leben. Die Siebröhrenelemente sind lebendig. Miteinander verbunden sind die einzelnen Siebröhrenelemente durch Siebplatten. Hier wäre eine solche Siebplatte. An dieser Stelle hat es ebenfalls eine Siebplatte. Im Elektronenmikroskop sieht man gut veranschaulicht, weshalb sie diesen Namen bekommen haben. Die Querwände sind zum größten Teil aufgelöst. Durch diese Lücken hindurch können dann die Assimilate fließen. Das geht in beide Richtungen, je nachdem, wo in der Pflanze Bedarf an Assimilaten besteht. Dieser Inhalt der Siebröhren, der ist hochkonzentriert. Der Siebröhrensaft, der besteht aus 10 bis 25% Trockensubstanz. Und diese Trockensubstanz, das ist zum allergrößten Teil Zucker. Zum Vergleich, Apfelsaft oder auch Cola, hier beträgt der Zuckergehalt circa 10%. Der Inhalt der Siebröhren ist also vergleichbar mit der Süßkraft, die auch Apfelsaft oder Cola hat. Das ist eine hochkonzentrierte Zuckerlösung. Das kann sogar noch deutlich höher gehen als Apfelsaft. Und es gibt Spezialisten im Tierreich, die sich von diesem Siebröhrensaft ernähren. Diese Spezialisten sind in der Agronomie, in der Landwirtschaft gefürchtete Schädlinge. Konkret, es handelt sich um die Blattlaus.
Sie ist in der Lage, mit ihrem Rüssel durch das Pflanzengewebe hindurch in solche Siebröhren hineinzustechen. Anschließend nimmt sie dann den Inhalt, diesen Zuckersaft auf. Das ist eine sehr bequeme Form der Nahrungsaufnahme, denn die Siebröhren, die stehen unter Druck. Also der Zuckersaft, der wird mit Überdruck transportiert. Es reicht deshalb aus, dass die Blattlaus ihren Rüssel da hineinsticht und anschließend fließt dieser Zuckersaft durch den Überdruck in die Blattlaus hinein. Die Blattlaus nimmt allerdings so viel Zucker auf, dass sie ihn nicht verwerten kann, nicht vollständig verwerten kann. Sie ist vor allem auch an den Aminosäuren interessiert, die im Zuckersaft drin enthalten sind, allerdings nicht in sehr großer Konzentration. Und deshalb wird ein Großteil des Zuckers wieder ausgeschieden. Diese Ausscheidungen nennt man dann Honigtau. Dieser Honigtau wird beispielsweise von Bienen gesammelt und daraus machen die Bienen dann das, was wir als Waldhonig kennen. Der Waldhonig ist also nicht Zucker, der aus Blüten stammt, nicht Nektar, sondern der Waldhonig besteht aus den Ausscheidungen der Blattläuse. Zurück zu den Siebröhren und den Siebröhrenelementen, den lebendigen Zellen, die den Zuckersaft transportieren. Diese Siebröhrenelemente sind gesteuert durch ihre Nachbarn, die Geleitzellen. Diese Geleitzellen, die beeinflussen den Stoffwechsel der Siebröhrenelemente sehr stark. Sie steuern auch das Beladen und Entladen der Siebröhren. Sie können also Zucker hier hinein abgeben oder Zucker aus den Siebröhren aufnehmen.